Und hiermit herzlich willkommen zum dritten Part von Fire Emblem Heroes. So, wir können gleich mal gucken, was hat denn die Eule hier? Ein paar Login-Bonus. Ja, die sind toll. Die nehme ich immer an. Ja, auch komisch, wenn nicht. So, sie hat irgendwas zu sagen. Vielleicht doch nicht. Ach so, ja, okay. Ich dachte, sie zeigt irgendwas Wichtiges, anstatt immer wieder diesen Standardsatz. Ja. Ja, okay, ist die Standardsätze. Zur Info, ich habe bisher wirklich einfach gar nichts gespielt, bis auf die Sachen, die ich halt aufnehme. Und ich will auch nichts anderes spielen, also ich versuche immer so zu spielen. Ich versuche gar nicht zu spielen, sagen wir es so. Weil ich, ich will halt alles blind spielen. Deswegen spiele ich eigentlich nie, außer in den Aufnahmen jetzt. Und es könnte... Die ist neu. Husch, husch, ihr kleinen Helden. Stehlt für mich, verbreitet Zerstörung. Tötet alle, die sich uns in den Weg stellen. Dieses Königreich muss untergehen, denn dann gibt es niemanden mehr, der sich mir in den Weg stellen kann. Jeder Held in jeder Welt, sie alle werden mir gehören, jeder von ihnen. Das werden wir nicht zulassen, Prinzessin Veronica. Und ich werde euch euren Verstoß in meinem Königreich niemals verzeihen. Oh, ihr seid es. Und das, nachdem ihr mir so viel Mühe gegeben habt, eine nette Spielkameradin für euch zu finden. Und wer seid ihr, Fremde? Ihr habt da dieses alberne Relikt. Dann seid ihr bestimmt der legendäre Beschwörer, was? Ja, eigentlich schon. Egal, ihr seid einfach derjenige, der als erster sterben wird. Oh, Xander. Alter, Scheiße. Ihr wünscht ihn vernichtet zu sehen, Prinzessin Veronica. Euer Wunsch ist mir Befehl. Alter, das wird nicht gut enden. Nein, sie hat Xander, einen der wohl mächtigsten Helden aus der Welt von Herrschaft. Ja, das ist wahr. Keine Sorge, wir werden euch beschützen, Nils. Das will ich doch hoffen, Alter. Ich kann nicht mal kämpfen, wie es aussieht. Das ist richtig kacke. Alle Mann, macht euch bereit. Jetzt zeigen wir dieser miesen Prinzessin mal, wozu die Wächter von Asker wirklich fähig sind. Okay. Das hier sind einfach so Standardeinheiten. Und Xander. Ja, der hat ja noch nicht mal sein richtiges Schwert, Alter. Der Bogenschütze könnte ein wenig nervig sein. Der Troubadour wahrscheinlich auch, einfach nur... Der hat eigentlich eine recht gute Bewegung. Okay. Sollte aber nicht das größte Problem jetzt darstellen. Und ich habe auch schon einen Plan, wie wir das machen. Kann die auch fernkämpfen? Weil normalerweise können die sowohl Nahkampf als auch in den Fernkampf gehen. Okay, wir machen es einfach mal so, wie ich jetzt denke, dass es am besten ist. So, zur Information. Ich bin um 12, also jetzt ist es... Nutze den Beistand einer Einheit, indem du sie auf eine andere bewegst. Ah, okay, also kann man das hier auch machen. Hallo? Hallo? Scheiße! Das wollte ich jetzt nicht machen. Ja, okay, es kommen sowieso, als einziger kommt der Bogenschütze ran, deswegen würde ich sagen... Hallo? Ach, leck mich doch. So.
Ey! Das will ich jetzt aber nicht mit. Aua. Ernsthaft? Ey, ihr Ekligen! Ach komm, wir hatten eine höhere Verteidigung. Jetzt geht's auf einmal. Ah, das kann nur die. Ah, die kann Angriff sammeln, deswegen. Der hat eine höhere Verteidigung. Ey, das ist ganz schön eklig von euch, ne? So, da bitte schön, macht mal so. Dann komm mal her, Alexander. Die anderen kommen nicht dran. Der Troubadour wird wahrscheinlich nervig. Ich bewege mich hier hin. So. Es ist gerade 13:30 Uhr am Samstag. Heute kommt das Video. Ich wollte es um 14:30 Uhr ungefähr hochladen. Und. Ach, der macht aber ganz schön wenig Schaden. Ja, Lanzenvorteil, du Arschloch. Ich wollte das ungefähr um 14:30 Uhr hochladen. Heiliges Gewand. Hat sich deine Fähigkeit aktiviert? Nice. Okay, kann. Als ob sie in diesem Tal keinen Fernkampf kann. Okay, er kann ihn auf keinen Fall töten, nicht mal ansatzweise. Wir könnten den Schwertkämpfer hier mit töten. Mit Tiki kann ich einmal reinböllern, mit ihr kann ich einmal reinböllern. Und somit auch ein bisschen schützen. Ich kämpfe aber jetzt ehrlich gesagt ungern mit Charena, weil die schon genug Erfahrung hat. Zwar Troubadour kann auf keinen Fall gefährlich werden für Abel, das ist eigentlich. Das geht nicht, das ist ein Heiler. So, wundervoll! Ein schicken Level Up haben wir ja auch nochmal eingesagt. Oh nein, ich habe meine Übung schleifen lassen. Ja, das habe ich alle, na toll. Stimmt, die war ja auch noch Level 1. Ey, die sind ja alle Level 1, stimmt. Boah, die böllert rein. Taddis toll. Ja, Virion ist der höchste. Ey, das ist schon irgendwie ein bisschen traurig, meiner Meinung nach. Nein! Das war keine Absicht. Okay. Junge! Okay. Der Drache sieht nicht wirklich besonders gefährlich aus. Aber das, was er macht, sieht besonders gefährlich aus. Ich habe das Kämpfen irgendwie vermisst. Sie alle, okay. okay. ich würde noch sagen, wir beenden die Phase einfach mal. 13:15 Uhr ist es jetzt. Und ich bin um 12:50 Uhr aufgestanden. Ich war extrem müde von der Woche. Ich bin echt. Ich bin so aufgestanden, haben wir gedacht, Alter, das ist ja nicht besonders perfekt jetzt von der Uhrzeit her, weil ich ja jetzt noch das Video hochladen wollte. Und die Sache ist, dass. Den kriegt er nicht mehr komplett down. Der Abel ist ja schon recht hoch. Ja, dann machen wir es einfach mal so: wir sperren ihn ein, damit er keinen Schaden mehr machen kann. Okay, ich mag das. Das ist irgendwie cool. Wir lassen Sima noch nicht allzu nah ran. Er geht dorthin und den Troubadour lassen wir auch nicht ran. So. Und ich nehme jetzt auf 9 Minuten schon. Das bedeutet, der Part ist nicht mehr allzu lang. Und ja, wie soll ich denn das jetzt sagen? Geh du mal drüber und du machst den weg. Ich muss das Video ja eventuell noch ein bisschen schneiden, also bearbeiten und so weiter. Muss ich ja noch machen. Dann braucht das Video ein bisschen Zeit zum Rendern. Ich muss das alles also hochladen. Und ich bin extrem hungrig. Was bedeutet, ich habe mir jetzt erstmal nochmal ein Brot gemacht. Das liegt jetzt vor mir und ich bin immer noch extrem hungrig. Boah, den kann er wegrecken. Oh ja, dann mach du mal, Abel, mach mal. Alter, ist der stark. Junge, böllert der rein. Es liegt aber an der Kriegslanze, dass der immer doppelt trifft. Ich bin erfreut, dass ich noch nicht ganz eingerostet bin. Ja, ich auch. Aber ich finde ja ehrlich gesagt, dass du gar nicht eingerostet bist. Junge, ey.
Der ist ja richtig krass. Das nenne ich mal Stärke. Okay. Man hat mich alleine gelassen. Schon wieder? Wie langweilig. Ich werde mich zu Hause trösten mit einer Tasse Tee. Okay. Die törichte Prinzessin zieht sich mit ihren Helden zurück. Die Schlacht wurde gewonnen, aber das ändert gar nichts. Das Imperium wird über kurz oder lang wieder hier einfallen. Dieses dickköpfige Kind, wieso können wir nicht einfach darüber reden? Diese Invasionen sind verrückt. Ja, schon, aber ich glaube kaum, dass sie sich darauf einlässt. Ehrlich, Veronica sollte wirklich langsam mal erwachsen werden. Wo bleibt ihr Sinn für Diplomatie? So ein Rotz. Was? Rotzblage? Hat sich da jemand verschrieben? So eine Rotzblage, okay. Charena, jetzt lasst euch mal nicht von euren Gefühlen überwältigen. Nicht im Einsatz, bitte. Ich erwarte von euch einen kühlen Kopf, wenn ihr bei den Wächtern dienen wollt. Feindseligkeit ist deren Sache, nicht die unsere. Ja, schon gut. Ich meine, zu Befehl, Kommandantin Anna. Sag mal, warum ist die eigentlich höher gestellt als verdammt nochmal die Prinzessin und der Prinz? Es tut mir leid, dass ihr hier mitten in unseren grausamen Krieg hineingeworfen wurdet, Nils. Ja, kein Ding, Alter. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid, als ein offizieller Wächter von Asker. Ja, kein Ding, Alter. Bin ich auch. Da bin ich dabei. So, eine Sphäre haben wir erhalten. Ein neues Kapitel wurde der Story hinzugefügt. Spezialkarten, die Arena und mehr wurden freigeschaltet. Nice! Quest geschafft. Okay. Ja, die Quests wie immer. Oh, also den Prolog haben wir damit abgeschlossen. Der braucht schon lang genug. Nee, eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach mal dann das nächste Kapitel nochmal anfangen. Wir holen uns hier schnell das. Ich weiß nicht, wo ist es denn? Hallo? Ach, scheiß doch drauf. Wir gehen einfach mal. Oh, ja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal. Oder was? Damit der Part nicht allzu lange geht. Ach komm, scheiß doch drauf, ey, ich bin so unentschlossen. So, wir kämpfen. So. Hört mal alle her, mir wurde zugetragen, dass das Emblanische Imperium in die Welt von Mystery einfällt. Sie übernehmen die Kontrolle über die Helden dort in der Hoffnung, sie bei einem Angriff auf unser Reich einsetzen zu können. Unglücklicherweise haben sie bereits die Kontrolle über den wichtigsten Helden der dortigen Welt erlangt. Über Marth. Fuck. Okay, das ist nicht gut. Den legendären Heldenkönig? Sollte Martha einen Angriff auf das Königreich Asker führen, käme das einer Katastrophe gleich. Ja, ziemlich. Da stimme ich dir zu. Wenn schon, dann haben sie eben eine Legende an ihrer Seite. Wir doch auch, unseren Beschwörer hier. Der kann aber kämpfen. Ich kann das in diesem Teil nicht. Lasst uns in die Welt von Mystery gehen und die Helden aus den Fängen von Embla befreien, bevor alles außer Kontrolle gerät. Ich hoffe, du bist bereit, Nils. Denn das wird ein harter Kampf. Für mich nicht, ich stehe an der Seite und lenke die Einheiten. Ich bin Marth, Prinz von Eltay. Ihr müsst zu den Wächtern von Asker gehören, von denen ich gehört habe. Prinzessin Veronica hat uns von euch erzählt. Ich gehe davon aus, ihr wisst alles über den Kontrakt, der uns an sie bindet. Helden einer unterliegenden Welt müssen dem siegreichen Eroberer gehorchen. So einfach ist das. Könnt ihr aber beweisen, dass ihr mächtiger als unser Eroberer seid, wird dies den Kontrakt auflösen. Okay. Aber genug der Vorrede. Im Kampf werden wir unser Bestes geben. Und nun zeigt uns, was ihr könnt. Ja, okay. Ich hoffe, dass der jetzt nicht so stark ist, wie er sonst immer ist. Jagen, Marth und Sheeda. Alle Level 1. Das heißt, okay. Marth hat also noch nicht so viel Verteidigung. Genauso wenig wie Sheeda. Der ist ein bisschen eklig positioniert. Der rusht nämlich direkt rein. Eisenlanze. Ich habe keine Axt dabei. Doch, Virion eigentlich. Rein theoretisch. Tiki. Warte mal, Verteidigung 6, 7, 8 und 6. Ey, das ist irgendwie komisch, dass der Bogenschütze genauso viel Verteidigung hat wie die verdammte nochmal Eisenlanzenkämpferin. Das finde ich schon ein bisschen traurig, ne? So, ich würde mal sagen, wir ziehen natürlich den Fernkämpfer.
daraus. Abel ist schon Level 3. Das bedeutet, wir setzen Tiki hier mal rein und sie hier rein. Abel kann das kann ich einfach mal hier hinstellen. So. Oh, der hat einen guten Angriff. Das ist nicht gut für uns. Ja, nicht zu unterschätzen, würde ich mal sagen. Der ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Also das sollte ich echt... Oh. Ja. Nein, ich komme da nicht ran. Okay, kann ich den... Ja, okay, ich kann den wegbringen. Das bedeutet, wir machen es einfach mal so. Wir ziehen Tiki raus, bevor sie noch zu viel Schaden bekommt. Machen mit Sharena den weg. Die ist kurz vor dem Level ab. Okay, dann setzen wir ihn mal hier hin, damit wir sie dann gleich wegmachen können. Und Abel kann erstmal hinten bleiben, oder? Ja, komm, wir setzen ihn einfach mal hier hin. So. Ja, Lanzenvorteil halt. Ey, Mann, bist du schwach in diesem Teil. Du, der ist ja richtig lächerlich gerade. Ist irgendwie ein bisschen traurig. Okay, Tiki, mach deinen Mama kaputt. Tschüss, Mama. Und Level up. Wundervoll. Die 3000 Jahre machen sich wohl bemerkbar. Info, die ist eine bestimmte Rasse. Ich bin mir unsicher, wie sie heißen. Und die sind irgendwie fast unsterblich. Also die leben wirklich extrem lange. Und ja, das ist einfach so. Keine Erklärung dafür, es ist einfach so. Ich erhebe mich zu diesem ganz besonderen Anlass. Ja, du hast auf jeden Fall mal ein bisschen was dazu bekommen. Stage clear. So, wundervoll. Es läuft eigentlich gerade extrem gut. Gut gemacht. Genau dies habe ich von euch erwartet. Aber unsere Kämpfe sind noch lange nicht vorüber. Nächstes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, werden wir die Sache ein für alle Mal bereinigen. Ich hoffe doch, dass wir uns wiedersehen. Weil das war jetzt schon eine echt lächerliche Sache, ey. Also ganz ehrlich. Da habe ich eigentlich mehr erwartet. So, der Part, lang genug. Ich würde sagen, wir beschwören zum Partende einen Helden. Zack. Aber mehr nicht. Die Ordnung werde ich im nächsten Part machen, bevor das wieder 5 Minuten zusätzlich werden. Bogenstab, Schwert, Buch, Lanze. Lanze haben wir genug. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch einen Bogenschützen, einen anderen? Oder wollen wir noch einen Schwertkämpfer, einen besseren? Ich bin für den Schwertkämpfer. Nahkampf auf die Fresse, Junge. Und? Ist es gerade ernst gemeint? Leck mich, Ray! Warum? Den haben wir doch schon mal! Okay, Leute, das war's mit dem Part hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Morgen. Bis dann und ciao!